FC Bayern München schlägt Bayern 04 Leverkusen mit 0:2 zu Gast. Fünfte Spielminute. Es ging schon kurios los für den FC Bayern München. Robben, schöner Ball auf Huntelaar, aber der war, oder besser gesagt, der stand im Abseits. Richtige Entscheidung vom Schiedsrichter gespannt. Dann, 26. Spielminute, aber dann. Ribéry, schöner Ball auf Huntelaar und jetzt sitzt er doch. 0:1 für die Bayern. Aus der Drehung, Klaas-Jan Huntelaar, schön. Und er macht sein 10. Ligator. Spielminute dann. Papadopoulos fault da Thomas Müller und er sieht dafür die gelbe Karte. Ja, verdient aber auch, muss man ehrlich sagen. Dann 45. Spielminute, der FC Bayern wieder mit Xabi Alonso. Und das war ein guter Schuss, aber noch besser war die Parade von Bernd Leno da. Der mit letzter Kraft diesen Ball dann noch zur Ecke pariert. Dann 51. Spielminute wieder die Bayern. Arturo Vidal und da ist wieder Huntelaar. Die nächste Möglichkeit hier, die Führung weiter auszubauen. Dann wieder Eckstoß. Bayern und da ist Mehdi Benatia. Man weiß, die Bayern sind in Standards sehr gut, aber naja, heute ging das irgendwie nicht so. Dann 57. Spielminute. Foul von Lars Bender an Frank Ribéry und der fängt sich die nächste gelbe Karte ein. In diesem Spiel. Dann Lahm sucht und findet in der Mitte Klaas-Jan Huntelaar, aber hatte er irgendwie keine Kontrolle über den Ball gehabt in diesem Moment. Naja, nicht schlimm, er hatte ja schon ein Tor. 68. Spielminute, dann wieder die Bayern und diesmal wieder Klaas-Jan Huntelaar, sondern Thomas Müller, aber diesmal pariert Bernd Leno wieder glänzend. Dann gab es mal die erste gute Möglichkeit für Bayern 04 Leverkusen in diesem Spiel. Der eingewechselte Julian Brandt hatte sie. Und da fehlten wirklich nur noch Zentimeter. 80. Spielminute dann. Wieder der Torschütze Klaas-Jan Huntelaar. In der Mitte ist Robben. Und er macht sein 4. Bundesligator. Und setzt nochmal einen drauf. Und damit macht er das Endresultat perfekt. 0:2 bleibt es dann am Ende zwischen Bayern 04 Leverkusen und dem FC Bayern München. Sie machen wieder Vorsprung in der Tabelle. Das war's auch schon.